Hallo Klickenabendler, wir sind auf der BerlinCon, neben mir ist Daniel. Hallo Daniel. Hi, grüß dich. Das heißt, wir sind in diesem Fall bei Board Game Circus und wir haben eine weitere Herbstneuheit, die dann in Essen erscheinen wird. Genau, und zwar Ruchlos, unser Piraten-Deckbauspiel, hat Premiere auf der Spiel in Essen. Und ist ein Spiel für wie viele Personen? 2 bis 4. Und um was handelt es denn thematisch? Sieht ein bisschen nach Seeräuber aus. So ist das, genau. Wir tauchen in die Welt der Piraten ein und wollen der ruchloseste Pirat oder die ruchloseste Piratin der Karibik werden. Ah, wir haben hier also Bad Guys. Genau. Ja, wir sind schon Bad Guys, genau. Aber sehr nette Bad Guys. Man spielt gerne mit ihnen. Im Unterschied zum klassischen Deckbau, was die meisten ja wahrscheinlich kennen, wo man seine Hand sofort wieder auffrischt, haben wir hier einen anderen Twist. Wir spielen reihum immer eine Karte aus und führen auch deren Effekt aus. Und erst wenn alle Handkarten ausgespielt sind und eine Zwischenwertung erfolgt ist, wird dann wieder nachgezogen. Das heißt, wir haben anders als bei den meisten Deckbauspielen keine Endwertung. Die haben wir hier zwar auch, aber vor allem Zwischenwertungen, die uns letztlich die Punkte geben, die wir am Ende brauchen. Das funktioniert hier so, dass wir bei der Zwischenwertung, also durch die Karten, die wir ausspielen, erreichen wollen, pokerartige Sets zu spielen. Hier hätten wir zum Beispiel eine Straße, ich habe einen Joker mit eingebaut, 3, 4, 5, 6, beziehungsweise wäre das sogar auch ein Flush aufgrund der gleichen Farbe. Und wenn man die Straße mit gleicher Farbe hat, wissen die meisten wahrscheinlich noch vom Poker, ist es ein Royal Flush. So, die Spieler gehen jetzt auf den Markt oder in die Taverne und kaufen dort von dem Geld, das sie bekommen während des Spiels, Crew ein und verbessern so ihre Hand. Auch hier, anders als beim typischen Deckbauer, werden die Karten, die man kauft, sofort an Deck gelegt und sofort ausgeführt. Der Twist sind jetzt natürlich die verschiedenen Effekte der Karten, die so ein bisschen bekannt sind, glaube ich, in den meisten Fällen, nach dem Motto, ziehe 2 von deinem Deck nach, verwende eine davon, oder du darfst dir einen Schatz holen, oder greife einen der anderen Spieler an und der muss eine Karte entfernen, beziehungsweise wenn er das nicht möchte, dann muss er eine Münze abgeben. Du kannst auch Karten retten, also das heißt aus dem Ablagestapel wieder aufdecken. So wird das Spiel letztlich natürlich über diese Karteneffekte gesteuert. Wir starten mit ein paar Schätzen auf der Hand und dem Pulveraffen. Das ist erstmal die einfachste Karte und trotzdem sehr mächtig, denn damit kann ich in der Taverne eine Karte entfernen zum Beispiel und neue Karten dann eben reinbekommen und da vielleicht dann für mich oder für andere die Auslage so verändern, wie es besser oder schlechter ist. Außerdem kann ich mit dem Pulveraffen nach Schätzen graben und diese kann ich, wie die meisten Karten, entweder sofort verwenden. Dann bekomme ich in dem Fall bei diesem Schatz zum Beispiel 2 Münzen. Oder ich tue sie in mein Deck und wenn sie dann wiederkommt, gibt sie mir jedes Mal 3 Münzen. Ich habe also bei den Schatzkarten Effekte, die mich zu der Entscheidung bringen, nutze ich sie einmalig sofort, zum Beispiel, weil ich das Geld jetzt gleich brauche, oder nutze ich sie längerfristig. Es gibt auch eine Kartenaktion, und das kann auch der Pulveraffe, mit der kann ich Karten begraben, also aus meinem Deck wieder rausnehmen und das somit ausdünnen. Und bei Spielende gibt es verschiedene Siegbedingungen, die noch zusätzlich Punkte geben, zum Beispiel wer der reichste Spieler ist, also die meisten Schätze gesammelt hat, oder wer die meisten Piraten begraben hat, bekommt dann noch zusätzlich Punkte. Gewertet wird am Ende nach einer festen Anzahl Runden, die sich je Spielerzahl unterscheidet, wer eben jeweils das wertvollste Pokerset hat und damit dann den wertvollsten Chip bekommen hat. Der zweite kriegt eben den zweitwertvollen Chip. Und diese Punkte werden dann zusammengezählt mit den Siegbedingungen bei Spielende und den Siegpunkten, die man erlangen konnte, zum Beispiel über Karten. Und wer da die meisten gesammelt hat, ist dann der ruchloseste oder die ruchloseste Piratin. Das ist nochmal ganz grob der Überblick von Ruchlos. Und ganz kurz noch zu der Kombination, damit ich das besser verstehe de facto. Das sind die Karten, die du noch auf der Hand hast, oder das sind die Karten, die du sozusagen ausgespielt hast aus deinem Deck? Karten, die man auf der Hand hat, spiele ich an Deck, um dort die Pokerkombination zu bilden. Und eine Karte, die ich ausspiele, kann ja auch dazu führen, dass ich Geld bekomme. Das Geld kann ich dann in jedem Zug, also bevor ich meine Karte ausspiele, auch ausgeben, um zusätzlich eine Karte von der Taverne zu kaufen. Das heißt, an Deck bilde ich die Pokerkombination sowohl aus meinen Handkarten als auch aus den Karten, die ich in der Runde gekauft habe. Das machst du natürlich offen, das heißt, die anderen Spieler sehen auch, was du sammelst. Und reagieren so ein bisschen darauf und müssen gucken, dass sie ein wertvolleres Set zusammenbauen. Genau, und man weiß dann, was die anderen bauen und versucht natürlich auch die Karten zu klauen, die sie unbedingt haben wollen. Und da kommt dann das Piratige mit ins Spiel. Okay. Genau. Ja, habe ich verstanden dann jetzt. Okay. Ihr habt das Spiel auch mit einem kleinen Add-on, wenn man will. Also das ist nicht in der Schachtel so hier, nein, aber es ist schon zum Angucken da. Es gibt diese schweren Metallmünzen, die wir als Add-on mitverkaufen, weil das gewünscht wurde. Und normalerweise, jetzt liegen sie blöderweise nicht hier, kommt es mit wunderschönen Pappmünzen.
die in der ähnlichen Größe wie die Siegpunktmarker gestaltet sind. Und das Add-on ist dann verfügbar und kann letztlich ja auch für jedes Spiel zu Hause weiterverwendet werden. Genau. Super. Wo sind wir denn preislich bei Ruchlos? Ruchlos kostet 25 Euro. Und die schönen Metallmünzen? Da muss ich mich noch entscheiden. Die werden wir letztlich zum Eigenpreis weitergeben. Die liegen vermutlich, also man braucht, denke ich, 35 Stück, dann würden die vermutlich bei 20 Euro oder so liegen. Genau. Wird jetzt produziert oder ist schon produziert? Es ist gerade in der Produktion und wir erwarten es ganz frisch vor der Messe. Okay, super. Das kann man dann in Halle 5 finden, hast du uns vorhin gesagt. Genau, wir sind in Halle 5, Stand H118 müsste das sein. Haltet einfach mal die Augen auf nach dem rosanen Muster von Boardgame Circus, genau. Und das sind dann eure zwei Neuheiten, die ihr sozusagen habt. Genau. Und gleichzeitig habt ihr dann noch eure alten Sachen natürlich dabei. Alt ist jetzt übertrieben. Ja, alt, genau. Wir bringen vor allem Neuheiten anderer Verlage, also unserer Partner, auch wieder mit. Und wir sind ja am Stand. Wir haben einen größeren diesmal zusammen mit Red Genie Games aus Australien. Auch die bringen wieder Neuheiten mit. Das heißt, der Boardgame Circus Stand, der wird gerade zu blühen von neuen Titeln. Genau. Super. Okay, dann danken wir dir schon mal vielmals für die zwei Vorstellungen. Und ich glaube, jetzt kommen wir noch zum Klassiker bei euch, der eine Neuauflage jetzt erhalten hat. So ist das, genau. Super. Bis gleich.